Kapitel 19. Ewige Hoffnung. Eine letzte Schlacht, um das Schicksal einer ganzen Welt zu entscheiden. Eine Schlacht gegen ihren eigenen Gott, der seine Welt aufgab. Noch ist es nicht zu spät, dass du deine Entscheidung zu verändern vermagst, Rubin. Jederzeit erlaube ich es euch noch, dir und Mira, mir in meiner Mission beizutreten für die Harmonie der Erde. Noch ist eure Wahl nicht zu spät. Doch solltet ihr weiter zögern, euch mir anzuschließen, so mag es euer Ende bedeuten. Niemals würde ich mich einer Mission wie der Sein anschließen. Darin hatte ich mich schon lange entschieden. Und dies erkannte auch Doronamut. Die Wahrheit liegt noch verborgen vor deinen Augen. Ich spüre es genau. Doch auch wenn mir die Allwissenheit nicht obliegt, die Sonne, die mich leitet, erblickt alles, was je geschehen ist. Sodass deine Vergangenheit dir Weisheit geben mag. Ohne jede Warnung schoss ein Strahl aus seinem Horn hinab auf mich. Die Welt um mich herum verschwand und ein Wald bildete sich. Ein Wald, der denjenigen, in dem die Frau uns half, sehr ähnelte. Und ich verstand, was nun geschah. Die Sonne, welche Doronamut vertrat, hatte alles gesehen. Und nun bot mir der Gott meine Erinnerung an mein altes Leben, in der Hoffnung, dass es mich umstimmen würde. Und all der Schmerz, der mich sofort durchfuhr, ließ meine Gedanken stillstehen. Überall war Blut, Leib und Seele schmerzten mir. 4 leblose Wölfe lagen um mich verteilt, 2 von ihnen offensichtlich Junge, die anderen beiden ihre Eltern. Jäger standen überall um mich herum. Ihre blitzenden Messer blendeten meine Augen. Doch auch ein Mädchen war hier und stellte sich schützend vor mich. Ein junges Menschenmädchen, welches mit den Jägern sprach. Lass den armen Welpen in Ruhe! Verunsichert zögerten die Jäger und die Szene veränderte sich. Ich fand mich in einer kleinen Hütte, meine Schmerzen nun gemindert. Das Mädchen war hier und reichte mir einen Fisch. Allerdings wich ich zurück, nicht bereit, etwas anzunehmen. Ich weiß, kleiner Welpe, du fürchtest dich. Ich verspreche dich, sie werden dir nichts mehr tun. Erneut erblickte ich eine andere Landschaft. Das Mädchen wirkte etwas älter. Es musste einige Zeit vergangen sein. Meine Scheu war auch verflogen. Noch immer blickten mich die anderen Menschen an wie ein Monster, doch ich erwiderte es. Dieser dunkle Gott ist zu mächtig für uns. Er will alle Menschen ausrotten und wir haben nichts, um ihn zu stoppen. Ich hörte sie sprechen, ihre Stimme erfüllt von Sorge. Und in diesem Moment schien es alles zu leuchten. Eine farblose Welt wurde bunt, eine gebrochene Seele lebendig. Ich konnte etwas bewirken. Ich konnte den Menschen helfen gegen ihren tödlichsten Feind. Wenn ich ihnen doch nur meine Gedanken vermitteln könnte. Wie genau ich es tat, wusste ich nicht, doch ich würde es auch niemals erfahren, denn erneut erblickte ich ein neues Bild. Ich kehrte zurück ins Dorf nach einem Treffen mit Rondo, dem dunklen Gott. Das Mädchen begrüßte mich in Freude, doch Sorge zugleich. Ich war Rondos Helfer, doch stand nicht auf seiner Seite. Und wir hatten bereits einen Weg gefunden. Es war ein wichtiger Tag. Die Dorfbewohner hatten seit Wochen an einem Tempel gebaut, zu dem ich nun einen Edelstein brachte. Du willst es wirklich tun, oder Welpe? Sie verstand meine Zustimmung. Gut, aber bevor du gehst, du bist kein Welpe mehr, nicht? Wenn du auffliegst, dann kehrst du vielleicht nie mehr hierher zurück, aber pass ja auf, klar? Der Stein hatte seine Mission erfüllt. Ein steinerner Schmetterling schmückte den Altar des Tempels. Rondo war versiegelt, der Plan hatte funktioniert und die Menschen feierten. Doch ich hatte mein Ziel erfüllt.
alles, was ich je wollte. Die Menschen hatten mir alles genommen, aber das Mädchen hatte mir bewiesen, dass sie Güte kannten. Ich hatte mich revanchiert und nun... Ich konnte nicht weitermachen. So sehr ich versuchte, einen Grund zu finden, ich konnte es nicht. All die Jäger, welche Rondo mit mir versiegelt hatten, die legendären Helden, von denen auf Irelius oft geredet wurde, blickten mich erstaunt an, als ich aus dem Tempel stürmte, hier auf diesem mir damals fremden Kontinent. Durch Eis und Schnee rannte ich, bis ich eine Höhle fand. Hier war der Ort. Frost durchzog sie, die Temperatur lag weit unter dem Gefrierpunkt. Hier endete die Reise. Und hier wartete ich, bis die Kälte mich umfasste. Meine Vergangenheit hatte sich offenbart. Nie hatten Menschen an mir experimentiert. Sie hatten mich meine Familie gekostet, sie alle getötet, aber mich aufgenommen. Ich revanchierte mich im Kampf gegen Rondo, doch gab anschließend auf. Doch festgefroren im ewigen Eis verließ ich diese Welt nicht. Genau wie Rondo versetzte es mich in einen ewigen Schlaf. Und aus diesem erwachte ich 100 Jahre später, ohne Erinnerung an die Vergangenheit. Es war nun alles so eindeutig. Es machte alles Sinn, es kombinierte sich perfekt. Und mit all diesem Wissen fand ich mich wieder. Auf dem Heiligtum der Sonne. Der Kampf tobte. Der Gott zürnte und... Ich war nun entschlossen. Haltet ein, alle! Es wirkte beinahe unreal für mich, dass sie tatsächlich auf meine Worte hörten. Der Kampf stoppte. So hast du nun die Wahrheit deiner Vergangenheit erblicken mögen. Die Waffe, welche du einst warst. Für die, die dir alles nahmen. So wäre es, wäre meine Vergangenheit eine andere Dronamut. Die Menschen nahmen mir Heim und Familie, aber auch nahmen sie mich auf. Und ich alleine entschied mich, für sie zu kämpfen. Du irrtest von Anfang an. Selbst damals nahm ich einen Mensch auf, bereits vor 100 Jahren. Bevor ich mich selber in einen ewigen Schlaf verdammte. Fast so ewig wie der deine. Ich kämpfte damals aus dem Glauben und auch heute tue ich es noch. Keine Experimente, keine Waffen ließen mich meine Beherrschung verlieren wie bei dem Jäger. Das Einzige, was meinen Zorn erweckt, ist, wenn jemand die bedroht, die mir am meisten bedeuten. Willst du nun sehen, dass du im Unrecht bist? Oder bleibst du bei deiner Forderung? Deine gesamte Vergangenheit soll nicht sein, welche ich mir ausgemalt hatte. Die Sonne offenbart Dinge, die dich nicht von meiner Meinung überzeugen. Doch gar im Gegenteil. So muss ich wahrlich meine Meinung ändern. Doch nicht über die Lebewesen. Sondern über dich. Rubin, du bist doch nicht anders als der alte Doronamut. Du bist nichts anderes als ein Idealist. Blind für die düstere Wahrheit. Ich glaubte, in dir jemanden gefunden zu haben, der wahrlich versteht. Doch nein, ich irrte. Niemals hättest du verstehen können. Ihr alle sollt fallen unter meiner strahlenden Göttlichkeit. Nun begann der Kampf also auch für mich. Doronamut hatte mich für einen Freund gehalten, alleine weil er meinte, meine Seele zu verstehen. Doch das hatte er nie getan. Und nun, wo auch er dies merkte, war ich sein Feind. Aber Rubin, wir haben diese Reise bestritten, um die Sonne zu retten. Wenn wir jetzt den Sonnengott töten, werden wir dann nicht doch alle verenden? Es ist närrisch von dir, Mira, dass du wahrlich den Gedanken vertrittst, dass Sterbliche euren Maßes wahrlich in der Lage wären, einen Gott zu töten.
Niemand kann dem Unsterblichen das Leben nehmen. Ich habe Rondo einst mit einem Rubin versiegelt und heute werden wir Doronamut versiegeln. Wenn er uns keine andere Wahl lässt, dann werden wir für unser Leben kämpfen. Trotz dass der Vollmond hoch am Himmel stand, spürte ich die Kraft der endlosen Sonnenstrahlen überall um uns herum. Wenn wir diesen Kampf gewinnen sollten, wäre diese Reise vollkommen umsonst gewesen. Immer noch würde die Sonne leiden. Immer noch würde die Harmonie fehlen. Doch wenn wir nun scheiterten, dann wäre alles vorbei. Wochen und Monate, die alles veränderten und doch am Nullpunkt enden, sollten wir Erfolg haben. Doch zuerst mussten wir einen Gott niederstrecken. Für Sekunden versuchte Doronamut wieder seine Technik, welche er bereits als Rondo beherrschte, bei welcher die seltsamen Wellen den Raum erfüllten. Doch sofort hörte er auf, im Bewusstsein, dass diese Technik gegen uns nutzlos wäre. Wir waren nicht so schwach, doch trotzdem schien er keine Sorge vor seiner Niederlage zu haben. Und irgendwo war es verständlich. Denn ich selber wusste nicht, wie wir ihn wieder versiegeln könnten und wenn er wahrlich unsterblich war, wie konnten wir diesen Kampf gewinnen? Auch schien der höchste Gott keine Gnade mehr zu haben, gegenüber niemandem. Selbst seine Sympathie mir gegenüber war verendet, nach so vielen Jahren. Doch es war mir recht. Ich wollte nicht mit einem Wesen schwach wie ihm verbunden werden. Natürlich war es nicht körperlich. Natürlich war kampftechnisch gesehen Doronamut das stärkste aller Wesen, doch trotzdem war er für mich der Schwächste, den ich je getroffen hatte. Er gab alles auf, worüber er war, zu wachen, während selbst hassgeprägte Tiere wie ich noch voranschritten. Der Kampf fand nun seit rund 10 Minuten statt und Doronamut schien unzufrieden, mehr mit jeder vergehenden Minute. Woher ist es, dass ihr euch das Recht nehmt, meine Welt zu bevölkern, euch mir zu widersetzen, wenn ich bin, weshalb ihr seid? Frag dich selber, wie du es dir herausnehmen kannst, alles Leben beenden zu wollen. Kein Wesen, Gott oder nicht, hat das Recht, über alles Leben zu richten. Ruhe! Deine närrischen Ideale des ewigen Friedens sind es, was all dies erst begonnen hat. Nur weil ihr in dieser Schlacht Helden seid, heißt dies nicht, dass ihr die Guten seid. Zwar mag ich der Böse sein, dies sehe ich selber, doch was ihr nicht akzeptiert ist, dass das, was ihr böse nennt, nicht immer das Schlechte ist. Dass ich einst dachte, du könntest verstehen, Rubin, war einer der größten Fehler des Heldentums im Inneren. Entschwinde meiner Welt, naives Tier. Erneut strahlte die Sonne aus dem Horn des Gottes heraus. Dieses Mal jedoch als Angriff, nicht wie letztes Mal, um mir letztlich zu helfen. Jedoch war es für mich kein Problem, einfach auszuweichen. Ehrlich gesagt wirkt es beinahe lächerlich, dass Doronamuts Zorn wuchs, nur weil ich einem seiner schwächsten Angriffe entgangen war. Deine Art, mir gegenüberzutreten, ist eindeutig zu entschlossen für das, was ich von dir an Respekt verlange. Säulen aus Feuer schossen aus dem Boden hervor und trennten die Mitglieder unseres Teams teils voneinander. So sei es, Rubin, wenn dein Wille sei, mein Feind zu werden und du nicht deine Entschlossenheit fallen lassen möchtest, dann werde ich dich Schmerz spüren lassen. Schmerz, welcher dich in deinen letzten Minuten zerreißen wird. Du glaubst wirklich, dass du mir etwas antun kannst, was schlimmer ist als die Dinge, die ich schon erlebt habe. Glaube mir, du hast nicht die Macht dazu.
Deine Stärke mag dich auszeichnen, doch ich weiß dich zu brechen. Ich kann dir antun, was ich will. Dies ist mir bewusst. Doch was, wenn ich dir nehme, was dir am meisten bedeutet? Als ich gerade erst die Pläne des Sonnengottes realisierte, schnellte er bereits durch sein eigen geschafftes Labyrinth der Feuerwände. Ich versuchte ihm zu folgen, doch seine Geschwindigkeit übertraf die meine bei weitem und er erreichte Mira sofort, die zwischen mehreren seiner Säulen wehrlos gefangen blieb. Erneut leuchtete sein Horn auf und ein weiterer Sonnenstrahl entsprang. Und er traf, jedoch nicht sein Ziel. Es war für mich unmöglich gewesen, meiner Partnerin schnell genug zur Hilfe zu kommen. Doch meinem besten Freund war es das nicht. Jason, was tust du? Warum hilfst du mir? Narr, weshalb bist du bereit, dich selber aufzuopfern? Für einen simplen Wolf, welcher dir so viel Leid bescherte. Hast du all die Dinge vergessen, welche geschahen? Die brennende Kraft der Sonne war gegen den Pflanzenelementar weniger effektiv als gegen eine Eiselementarin gewesen. Doch trotzdem waren die Verbrennungen auf Jasons Fell deutlich sichtbar. Ich habe mir mein Leid selber beschert. Mira war nur diejenige, die dafür gesorgt hat, dass mein einziger Freund nicht darunter zerbricht. Ich bin es ihr schuldig. Wie vermagst du es so zu denken? Nach allem, was geschehen ist. Ihr alle seid Narren. Folgend einer Ideologie der Lügen. Genug! Ein weiterer Pfeil schlug direkt zwischen Doronamut und meinen Freunden ein. Ein weiterer traf den Gott direkt in den Kopf. Eine glühende Flüssigkeit, welche Lava ähnelte, strömte aus der Wunde, als der Gott auf die Knie ging und mehrere Menschen das Kampffeld betraten.